Ja, die Spielbahn war eng. Ich glaube, beide Mannschaften haben ein Spiel gespielt, wo sie ein bisschen, wo Scheibenglück da war. Alle anderen Spiele waren eng umkämpft. Ja, wir mussten halt mit der Mannheimer Defensive, die haben, wir wussten, es ist eine der besten Defensiven in der Liga, gut umgehen und Mannheim dazu zwingen, dass sie hinter dem Ergebnis herlaufen mussten. Und das ist uns nicht so gelungen, besonders heute in einem engen Spiel. Ich glaube, wir mussten aus dem ersten Drittel mit mehr als einem Tor rauskommen. Wir hatten genug Chancen und da hat die Mannheimer Defensive gut gestanden. Oder wir haben am leeren Tor nicht getroffen. Aber wie gesagt, insgesamt, die Jungs haben super gefightet. Das war eine gute Serie. Viel mehr brauchen wir jetzt im Moment gar nicht dazu zu sagen. I'll tell you what, I mean, we got a lot of respect for Cologne. They played very hard. I mean, every game was real tight, so... You know what? It's just one of those things that's good for the league. Well, you know what? I mean, Felix Brookman got hurt, and this kid, 20 years old, comes in, and you don't have to say much. When you're 20 years old and can handle this type of atmosphere and pressure, it's special. So Arno Tiefensee is the man of the series for you? Yeah, for me, for sure. For sure. Ja, ist natürlich eine Ehre, aber ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viele Jungs, die das hätten werden können. Ich meine, wie viele die geblockt haben, heute schon wieder Tore geschossen. Also, ich meine, es war ein Teamerfolg. Ich kann nicht spielen, nicht gewinnen. Also, das Team ist super.